Einen wunderschönen guten Abend. Für euch Montag, für mich Sonntagabend. Ich habe es leider diese Woche nicht früher auf die Reihe bekommen und ich sag's euch ganz ehrlich, ich vermute, dass dieser Vlog auch gerade ein One-Taker wird, weil ich absolut keine Zeit und keine Nerven zurzeit habe, irgendwie ein YouTube-Video zu drehen. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich glaube, das könnte jetzt einer der nörgeligsten Vlogs seit Anbeginn meiner Diabetes Social Media Karriere sein. Deswegen, wer keinen Bock auf mein Dauergenörgel heute hat, der schaltet am besten gleich wieder aus. Ich sag's euch einfach ganz ehrlich, ich bin ja immer relativ ehrlich und auch, ja, ich weiß, ich habe jetzt in letzter Zeit eh viel genörgelt, aber heute wahrscheinlich noch mal einen Ticken mehr. Es ist irgendwie bei mir gerade alles wild. Es ist einfach wirklich alles gerade wild und ich habe auch gemerkt, ich muss irgendwas an meinem Leben verändern. Irgendwo muss ich ein paar Stellschrauben verändern und ich habe auch angefangen, zwei, drei Sachen zu verändern und eine Sache ist auch schon verändert. Ich kann euch dazu jetzt aber leider noch nichts sagen. Ihr werdet aber in den nächsten Vlogs und in den nächsten Wochen auf jeden Fall von mir hören, was da gerade so abgeht. Und ja, mehr kann ich da jetzt im Prinzip nicht dazu sagen. Außer auf jeden Fall wird für euch nächste Woche ein viel, viel spannenderer, aufregender Vlog, denn ich bin auch ab Mittwoch unterwegs in Tübingen. Vielleicht fahre ich auch Dienstagabend schon zu meiner Freundin. Die hat nämlich am Freitag Geburtstag. Das heißt, wir machen da ein paar Sachen. Dann Freitag wird gefeiert, also beziehungsweise sie feiert morgens im Frühstück. Da muss ich allerdings noch arbeiten, da bin ich nicht dabei. Ich arbeite dann mit meinem Laptop von Tübingen aus. Und abends möchte sie dann feiern gehen, da will sie mich dabei haben. Ich habe gerade eben noch nicht so Lust, dazu gleich noch so ein paar Punkte mehr. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann doch ein paar Drinks nehme. Allerdings, Samstag fahren wir dann wieder zurück. Da muss ich dann in die Metro, fahre ich dann mit einem Kumpel, haben wir schon ausgemacht. Da war ich schon so lange nicht mehr. Da fahren wir hin, holen uns auf jeden Fall für Sonntag, für den Super Bowl, einiges zu essen. Und wir haben da echt was Cooles geplant. Also es kommen zwei Kumpels, meine Freundin kommt, wir schauen uns am Abend Super Bowl an. Ein paar Drinks machen wir. Ich habe gesagt, ich hätte mal wieder Bock auf einen Pina Colada. Vielleicht mache ich mir einen. Ist halt immer so ein bisschen doof, wenn man da so tausend Sachen dafür kaufen muss. Und dann trinke ich halt einen, weil durch die Sahne kann ich da auch nicht mehr trinken. Aber ein paar Cuba Libre werden es mit Sicherheit am Super Bowl Abend auch werden. Ein anderer Kumpel hat schon wieder vorgeschlagen, dass wir Bierpong hier in der Wohnung spielen. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Also klingt irgendwie ganz lustig, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen zu wild. Wir spielen Darts und wir schauen uns natürlich den Super Bowl an. Zu essen, relativ fleischlastig. Wir kaufen Spare Ribs und Chicken Wings, legen die dann schön ein, also marinieren sie am Samstag dann noch und essen die dann halt eben zum Super Bowl. Wir machen allerdings auch Dinge wie Guacamole, werden Chips holen, also so Snacks, halt so richtig schön gut gehen lassen da Abend. Und ich weiß auch, dass es nicht so gut für den Diabetiker ist, aber den Abend, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Der ist einfach super, super, super cool. Dann gehen wir aber am Samstagabend auch noch hier in München essen und zwar mit der Family von meiner Freundin. Heißt, über das komplette Wochenende wird es wahrscheinlich mit meinen Blutzuckerwerten eh nicht so gut laufen. Und wenn ich euch jetzt dann gleich meine Zeit im Zielbereich einblende, und ich nehme es jetzt schon vorneweg, es ist der schlechteste Zeit im Zielbereich seit am Beginn meiner Social Media Diabetes Karriere. Euch wird der Schlag treffen. Mich hat jetzt auch gerade so ein bisschen der Schlag getroffen. Das ist auf jeden Fall so der Ausblick in die nächste Woche und dann will ich dann auch meine Kamera mitnehmen. Deswegen werdet ihr da einiges Visuelles auch sehen. Ich schleppe die einfach überall rum und werde auf jeden Fall alles filmen, was so abgeht in Tübingen und rund um den Geburtstag und rund um den Super Bowl. Ich habe mir natürlich am Montag freigenommen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich es schaffe, morgen live zu gehen. Ich habe es jetzt letzte Woche nicht geschafft, live zu gehen. Ich habe Donnerstag kein Video geschafft. Ich werde diesen Donnerstag kein Video schaffen. Ich bin gerade mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Wie gesagt, ich muss mein Leben so ein bisschen in Ordnung bekommen. Haben ein paar TikToks natürlich gepostet, aber auch auf Insta war es jetzt ziemlich ruhig um mich rum. Und das ist jetzt was, das schneide ich nicht raus, aber das kommt immer wieder, vor allem wenn ich kohlensäurehaltiges Wasser vor meinem Vlog getrunken habe. Da, nachdem ich dann ein paar Minuten geredet habe, fange ich an aufzustoßen. Genau, und es war jetzt mal so das eine, so die ganze Woche hat mich halt schon vieles beschäftigt. Also es war, jetzt kommt dieses Genörgel mit den Ohren. Ich muss was machen. Ich bin heute Nacht wieder aufgewacht. Ich habe mir natürlich überlegt, dass ich so schnell wie möglich jetzt in die psychosomatische Klinik gehe.
Jetzt habe ich die Woche keine Zeit. Ich weiß, normalerweise ist die Gesundheit an erster Ordnung, an erster Stelle, aber ich werde es erst nächste Woche machen. Ich habe jetzt ein paar, eh schon so viele Wochen durchgehalten. Die eine Woche wird jetzt das Kraut auch nicht mehr fett machen. Werde dann wahrscheinlich schauen, dass ich übernächste Woche irgendwie auch mal mir nochmal zum Arzt gehe, weil es fühlt sich auch an, ich fühle mich dauerkrank. Ich habe heute wieder so eine kalte Nase. Nase läuft, ganz leichte Halsschmerzen seit 5, 6 Wochen, aber so leicht, dass ich auch nicht huste. Und dann noch der Oberknaller diese Woche, Mittwoch. Ihr kennt es, ich habe Rückenprobleme, seitdem ich 14 bin, wahrscheinlich von meiner Mutter vererbt. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Mittwoch, ich fahre in die Arbeit früh morgens, gehe um 6 Uhr von meinem Auto Richtung Eingang in der Tiefgarage, gehe 5 Meter weit und beim Gehen, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht gebückt, nichts. Ich bin einfach nur geradeaus gegangen. Boom, schießt mir was in den Rücken rein. Ich stand 2 Minuten wie angewurzelt in dieser Tiefgarage, habe mir nur so innerlich gedacht, oh Gott, ich muss irgendwie atmen. Ich konnte nicht atmen, weil jeder, der Rückenschmerzen kennt, der weiß, wenn es richtig derbe wird, dann kriegst du keine Luft mehr. Dann ist das wirklich so. Also so war es wirklich. Und ich dachte mir dann nur so gleichzeitig, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt niemand, hoffentlich kommt niemand. Und ich bin dann hochgegangen, habe dann gearbeitet und habe meinen Soll erfüllt, um es mal so zu sagen. Bin dann wieder nach Hause gefahren. An dem Tag war übrigens wieder was mit den Truckern. Ganz kurzer Ausflug. Trucker, Chefin kommt in die Arbeit, sagt, hey, fahrt heute so früh wie möglich nach Hause. Es ist heute Trucker-Ding. Ich bin jemand, ja, ich kümmere mich um sowas nicht. Ich weiß sowas einfach nicht. Ich schaue sowas einfach nicht nach. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich werde zukünftig nachschauen. Ich natürlich mit den Trucks extra früh gefahren. Ich glaube um 12:30. Jede einzelne Autobahnauffahrt ist direkt vor mir der Traktor so hingefahren, dass ich nicht mehr drauf konnte. Wirklich immer, wäre ich zwar, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wäre ich 20 Sekunden schneller gewesen, wäre ich auf dieser Autobahn gewesen. Für 17 Minuten Heimweg habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Ja, ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Und dann noch das mit der Rückenproblematik und dann noch das mit meiner Ohrenproblematik. Dann allgemein mein Stress, den ich gerade habe. Vielleicht kommt es mit dem Rücken auf den Stress, aber ich habe fast keinen Sport gemacht. Ich habe wirklich mich scheiße ernährt mit sehr schlechtem Diabetesmanagement. Und da brauchen wir auch echt nicht drum rumreden. Es war einfach nur Kacke diese Woche von mir und ich war alles andere als ein Vorbild, was ich hier als Social Media Diabetiker sein sollte. Aber ich bin auch ein transparenter und realistischer YouTuber und möchte euch auch einfach dann die Wahrheit sagen. Und jetzt blende ich einfach mal Zeit im Zielbereich ein, damit ihr jetzt auch seht, was ich meine. Ich bin halt einfach bei 30%. Boah, ist das übel. Das ist so übel. Solche Wochen dürfen auch nicht oft vorkommen und mit der Problematik, dass ich jetzt von Geburtstagsfeier zu Geburtstagsessen zu Super Bowl rutsche dieses Wochenende, wird es schwer, aber ich will unbedingt schauen, dass ich auf mindestens 70, 80% diese Woche wiederkomme. Also das ist mein absolutes Ziel. Wenn ich das nicht schaffe, dann wäre ich wirklich enttäuscht über mich selbst. Und ja, das ist auf jeden Fall auch der Grund, wieso es halt irgendwie nur, es hängt halt einfach gerade alles mit meinem Leben zusammen. Und ja, ich nörgel und jetzt sagen viele, ja, dann ende halt dein Leben. So einfach ist es halt nicht einfach. Du kannst jetzt nicht einfach eine neue Wohnung suchen, dir einen neuen Job suchen, dir da was Neues suchen, da, ja, am besten sehe ich mein Kind nicht mehr, meine Freundin suche ich mir auch eine neue oder wie. Also es ist halt nicht so einfach. Ich bin keine 20 mehr, wo ich noch bei Mama und Papa wohne und dann einfach mal so innerhalb von einer Minute mein komplettes Leben ändern kann, theoretisch jetzt mal überspitzt gesagt. Ich bin halt auch unterhaltspflichtig, also muss ich da ja auch aufpassen. Es ist alles nicht einfach, aber ich bin jetzt seit ein paar Tagen und Wochen dabei, einiges zu ändern. Und wie gesagt, ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, sobald ich das dann alles mal offiziell machen kann. Rede jetzt übrigens nicht von der Arbeit, sondern auch so über andere Dinge und keine Ahnung, alles Mögliche. Ich habe es einfach gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Und dadurch ist halt der Sport zu kurz gekommen. Ich bin in einer richtig guten Ernährung gewesen mit Diät und bin auch da rausgekommen, weil halt einfach alles doof geworden ist. Und sobald alles doof wird, ich habe keine Depression gerade, aber ich habe diese Trägheit meiner Depression. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Ich merke auch selber, dass ich im Kopf eigentlich gar nicht so mies drauf bin, aber ich merke halt, dass ich den Stress irgendwie in mich reinfresse und ich merke auch, dass ich eine brutale Trägheit habe. Also ich mache zwar immer wieder was. Letzte Woche, ich habe euch ja erzählt, Mittwoch in der Arbeit gewesen. Am Montag war ich spontan noch unterwegs in der Stadt und habe mich mit einem Kumpel lang getroffen, war mit dem noch in der Bar, was natürlich auch nicht zu meinen Werten beigetragen hat.
Ich war am Freitag, war ich dann noch unterwegs mit Kumpels, aber nichts jetzt mit Alkohol oder Party oder so, sondern einfach halt nur so raus. Und am Samstag, gestern, noch ein ganz gutes Beispiel für, dass ich zurzeit einfach, wenn man irgendwie so negative Feelings hat, dann kommt es auch immer dicke. Ich mich zum ersten Mal gekümmert um öffentliche Verkehrsmittel, weil mein Kleiner wollte in die Stadt. Wir so, okay, wir fahren in die Stadt. Ich mich drum gekümmert, ich schon gesehen, okay, Stammstreckensperrung oder weiß ich nicht, bauen Sie wieder irgendwas. Jedenfalls, wir dann erstmal nur bis zum Ostbahnhof gekommen. Ostbahnhof mussten wir dann U-Bahn fahren. Ich kann euch jetzt nicht zu viel erzählen, ich weiß auch nicht, was los war. Jedenfalls bin ich dann vom Karlsplatz Stachus München, habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, um bis zum Ostbahnhof zu kommen, was schon mal völlig irrsinnig sind und die kompletten S-Bahnen waren voll. Ich bin, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt, ich bin am Ostbahnhof und es steht in der App da, dass meine S-Bahn um 2 Minuten nach 1 nach Hause fährt. Ich bin da, steht nur da, dass eine einzige S-Bahn fährt, immer nur die S6 Richtung Tutzing. Ja, was soll ich in Tutzing? Fährt in die komplett andere Richtung. Die andere S-Bahn, die gefahren ist, ist die S8 Richtung Flughafen. Es hat sich komplett an diesem Ostbahnhof, es war wie auf der Wiesn, es war gerammelt voll. Ich konnte mit meinem Kleinen gar nirgends hin. Ich wollte ihn irgendwie nur noch schützen. Ich wusste wieder mal, das dritte Mal innerhalb von 2 Monaten, und diesmal habe ich mich wirklich um alles gekümmert, war ich am Ostbahnhof gestrandet, mitten am Tag. Die Menschen sind teilweise so hysterisch geworden. Es waren zwei, drei. Ein Mann und zwei Frauen waren dabei, die angefangen haben, aus tiefster Seele zu schreien. Ich hasse die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich komme nicht mehr nach Hause. Was soll ich nur machen? Die waren alle so verzweifelt. Das war echt übel. Was habe ich gemacht? Wie ein kleines Kind zum dritten Mal in 2 Monaten meine Eltern angerufen und gefragt: Hey, habt ihr gerade zufällig was vor? Wir sind am Ostbahnhof gestanden. Ich komme nicht nach Hause. Die haben mich abgeholt. Jetzt noch ganz kurz. Oben das Display stand nichts da, außer dass man auf die App schauen soll. Auf der App habe ich geschaut, standen immer noch die ganz normalen Abfahrtzeiten da, die aber nicht eingehalten wurden. Es ist auch, ich war ungefähr eine Dreiviertelstunde am Ostbahnhof, bis wir dann weiter raus sind. Da haben wir dann noch mal eine halbe Stunde auf meine Eltern gewartet. Aber diese Dreiviertelstunde ist kein einziger Zug und keine einzige S-Bahn gefahren. Es war unmenschlich. Es steht heute nichts in den News, es steht nirgendwo in der App was, es ist nirgendwo was. Es wird einfach, sorry, aber es wird totgeschwiegen und es kackt mich langsam hart an. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, ich fahre einfach nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel. Wenn ich nicht mit dem Auto hinkomme, dann fahre ich nicht, weil ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe mich diesmal drum gekümmert. Ist aber jetzt mein eigenes Problem, damit habt ihr ja nichts zu tun. Nur noch ganz kurz, Durchsage am laufenden Band. Also es gab keine Sekunde, wo keine Durchsage war. Und irgendwann wurde dann gesagt, dass man mit der S6 Richtung Donnersberger Brücke fahren sollen und von da aus würden sie dann einen Schienenersatzverkehr machen, was für mich wahrscheinlich wieder 2, 3 Stunden gebraucht hätte. Und dann wäre ich aber immer noch nicht zu Hause gewesen und hätte dann wahrscheinlich an dem Ort, wo sie hingefahren sind, ich will es jetzt nicht so genau sagen, weil sonst schränkt sich mein Themengebiet, wo ich wohnen könnte, ein, wäre ich wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Also es war der pure Horror. Trotz allem war es ein wunderschöner Tag gestern, es war alles toll. Es war ultra cool. Ich habe Gott sei Dank Eltern, die zufälligerweise Zeit hatten und uns abgeholt haben. Bei diesen Leuten, die auch wirklich teilweise verzweifelt waren, ich kann es voll verstehen, weil die haben halt vielleicht nicht irgendjemanden, der sie gerade zufällig holen kann. Und die sind halt dann einfach zwangsweise darauf angewiesen, 5 Stunden zu Fuß nach Hause zu gehen oder für, weiß ich nicht, 100 € ein Taxi zu nehmen. Und das Geile war, die Taxistation war vollkommen ausgebucht und da ging es zu wie auf dem Rummelmarkt, weil jeder ein Taxi wollte und die haben sich teilweise um die Taxis gestritten. Hab sowas noch nie erlebt. Also das dritte Mal jetzt und jetzt langsam, mir reicht es jetzt wirklich komplett mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln. So, das war jetzt das nächste Thema, über das ich genörgelt habe. Das war meine Woche, meine extrem schlechte Woche. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich gelobe Besserung. Vor allem diabetestechnisch. Ich habe es euch gerade gesagt, ich muss unbedingt was verändern. Mit meinen Videos, ich werde jetzt ein bisschen kürzer treten in nächster Zeit, bis ich alles komplett geregelt habe. Donnerstag, wie gesagt, wird kein Video kommen. Ich weiß auch nicht, ob am Donnerstag in der Woche eins kommt. Ich weiß gerade nicht, wie und wann ich live gehen kann. Das kommt relativ unregelmäßig. Aber ich teile es euch auf jeden Fall immer über Insta mit. Also da kommt immer irgendwas. Ich habe jetzt bestimmt auch die eine oder andere Sache vergessen. Aber ja, ansonsten war es relativ langweilig. Die Tage, wo ich nichts gemacht habe, war ich, wie ich es gesagt habe, sehr träge. Lag teilweise auf der Couch und war 4 Stunden am Handy gehangen. Es ist so übel gewesen. Gehe gerade nicht spazieren. Ich war heute
Okay, heute war ich spazieren, Widerspruch in sich, aber ich gehe gerade nicht spazieren, ich mache keinen Sport, ich komme nicht hoch, ich kriege gerade meinen Arsch nicht hoch und das muss sich jetzt unbedingt ändern und deswegen auch diese schlechten Werte. Das war es eigentlich. Außer, dass ich jetzt noch meine Mehrwegpens endlich benutzen kann, zumindest den ersten, den fürs Langzeitinsulin mit der Angabe vom Display. Dazu mache ich euch auf jeden Fall auch noch ein Video. Ich komme nur gerade leider nicht dazu. Genug genörgelt. Tobias, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, der nächste Vlog wird um einiges aufregender und ein bisschen visueller. Ich freue mich, wenn ihr trotz allem nächste Woche wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!